Erstmal herzlich willkommen zu unserer 20. Pressekonferenz anlässlich des Halloween Horror Festivals. Muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen, aber ich denke, das geht dem einen oder anderen genauso. Kurz noch was Organisatorisches. Zeitablauf hatten wir mitgeschickt, ungefähr. Wir werden jetzt erstmal eine kurze Präsentation haben. Danach habt ihr noch Möglichkeit, Fragen und Antworten an uns zu stellen. Und dann gehen wir raus auf New York Plaza, gucken uns mal die Band und den DJ an. Und danach gehen wir in die Maze Wrong Turn. Wie immer, eins vorweg, der größte Feind des Halloween Horror Festivals ist die Zeit. Wir sind noch nicht hundertprozentig mit allem fertig. Das heißt, bitte, wenn wir uns die Maze nachher anschauen, wir sind gerade bei ca. 70% von dem, was wir dann natürlich hoffentlich am Wochenende zeigen können, aber zwei Tage haben wir noch und zwei Nächte, das sind für uns wie zwei Wochen. Also von daher, wenn wir es uns nachher angucken, das bitte im Hinterkopf behalten und das vorweg. Ansonsten ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr uns so zahlreich gefolgt seid auf die Einladung. Es grüßt unsere Nederlandskasten, hier wollt ihr herbringt. Und ich tue es in Deutsch. Excuse, mal later sind auch noch Fragen in Nederlands und Englisch. Ja, ist es gut? Okay? Perfekt. So, I do it in German. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und der Dennis in der Technik ist oben auch soweit. Gut, super. Dann gucken wir einfach mal, warum wir heute hier sind. Ja. Siehst du, davor hatte ich mich gefürchtet. Wir haben es sehr mal probiert. There is a place in this world full of children's laughter and cheerfulness. But behind the scenes, there is a secret that has been kept hidden for decades. For 19 years, everyone involved has managed to keep a dark mystery under lock and key. Until today. The pure evil lived in an old abandoned film studio, but now has been unleashed, and it takes possession of this once peaceful place. Sehr, sehr großen Anklang findet. Und man muss auch fairerweise sagen, dass wir natürlich hier in der Vergangenheit gedacht haben, das funktioniert alles gut, das kann man so belassen. Nee, kann man eben nicht. Der Markt entwickelt sich weiter, unsere Wettbewerber entwickeln sich weiter und wir müssen uns natürlich auch weiterentwickeln. Insofern haben wir uns dazu entschlossen, dem ganzen Kind einen neuen Namen zu geben, weil Horrorfest hört sich auch eher so ein bisschen nach Kindergeburtstag an. Das ist in der Ausprägung, wie wir es hier vorfinden, tatsächlich schon ein Horrorfestival. Natürlich impliziert das Wort Festival auch mal eine ganz, ganz klare Zielgruppenansprache.
Und das macht es natürlich auch für uns in der marketingstrategischen Ausrichtung etwas einfacher, weil die Leute mit dem Wort Festival natürlich einfach sofort ein gewisses Bild im Kopf haben. Und das wollen wir damit auch erreichen. Und natürlich ganz, ganz wichtig, wir wollen das Produkt weiterentwickeln, wir wollen noch weiter wachsen, wir wollen größer werden. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, das Halloween Horror Fest in Halloween Horror Festival umzubenennen. Man sieht auch zum Beispiel, dass wir über 40% unserer Gäste im Park haben, die gar keine Maces besuchen. Das glaubt man jetzt nicht, aber das sind tatsächlich wirklich realistische Zahlen. Und für die müssen wir natürlich auch auf der Straße etwas bieten. Da reicht dann nicht irgendwann nicht mehr die Dekoration aus und die Atmosphäre, sondern die wollen natürlich auch entertained werden. Auch deshalb haben wir uns dazu entschlossen. Wir haben natürlich auch unser Corporate Design komplett angepasst. Das heißt, ein neues Logo, ein neues Key Visual. Wir haben auch hier natürlich, was wichtig ist für uns, ist immer Storytelling. Ich denke, in den letzten 2-3 Jahren haben wir gezeigt, dass wir mit dem, was wir tun, in die richtige Richtung gehen und wieder so ein bisschen von dem weggehen, was hier leider in der Vergangenheit passiert ist. Wir wollen Geschichten erzählen. Wir sind ein Filmpark und deshalb steht über dem Thema Halloween Horror Festival stehen die Horrorwood Studios. Die Horrorwood Studios sind im Prinzip der Spielplatz des Halloween Horror Festivals, der Schauplatz. Und dem haben wir natürlich auch ein eigenes Logo verpasst. Und mit diesem Tor, das ist quasi der Eingang zum Event, werden wir jetzt in den nächsten Jahren auch immer spielen. Wir können die Tore anpassen, die werden in unsere Key Visuals integriert, aber über allem werden immer die Horrorwood Studios stehen. So, Storyline, Storytelling, für uns extrem wichtig. Horrorwood Studios sind der Schauplatz des Halloween Horror Festivals. Ihr habt es sicherlich gesehen, beim Betreten des Parks, wir werden immer mehr und auch in den nächsten Jahren verstärkt darauf hinarbeiten, dass wir Filmsets präsentieren. Wir haben das jetzt in der laufenden Saison schon gemacht mit unseren Hotset-Absperrungen, dass wir überall kleine Filmsets präsentieren und auch da so ein bisschen unsere DNA, die der Park hat, auch wieder zum Tragen bringen. Wir haben unglaublich tolle Requisiten und Filmelemente, noch alte Kameras, alte Windmaschinen, alles ausgegraben bei uns im Fundus. Und warum wir was nicht auf die Straße bringen, weil es untermalt einfach perfekt das, was wir wollen, ein Filmset, ein Set schaffen. Und wir haben auch eigene Logos für die Scare Zones erschaffen und kreiert, oder mein Kreativteam hat das getan, damit wir auch wirklich ganz klar unter dem Dach dieser Logos, also wir deklinieren das immer weiter runter, dass wir in jedem Bereich eine eigene Logo-Identität haben, um auch da ganz, ganz klare Abgrenzungen zu schaffen, damit der Leute, früher war es so, überall ist hier irgendwas passiert, irgendwo ist ein Monster rumgelaufen, aber uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir in Zukunft auch für die folgenden Jahre eine ganz klare Struktur schaffen innerhalb des Events. Und deshalb haben wir für jedes Gerson auch ein eigenes Logo kreiert. Wir haben den Director, wer schon mal jetzt 10 Uhr morgens bei uns vom Park gestanden hat, der hat sicherlich mitbekommen, dass wir eine kleine Opening-Show haben. Und den Director der Horrorwood Studios, den haben wir auch jetzt mit integriert. Das heißt, da komme ich später noch dazu, wo wir den mit integriert haben. Und wir haben aber auch quasi unser F&B-Portfolio erweitert. Ich hätte die Hütten gerne noch streichen lassen, das haben wir jetzt zeitlich leider nicht mehr geschafft, aber auch die Hütten. Unser Catering hat eine eigene Logo-Identität bekommen. Wir haben die Horrorwood Studio Catering quasi implementiert in das gesamte Portfolio des Halloween Horror Festivals. An den Hütten haben wir es gesehen. Wir haben auch da auf ein klares Corporate Design Wert gelegt, damit auch unsere Speisekarten genau dem Look and Feel des Halloween Horror Festivals entsprechen. Also wirklich eine ganz, ganz klare Struktur, das ist uns extrem wichtig. So, wie entstehen eigentlich die Horrorwood Studios? Und man sieht es jetzt nicht, aber meine Augenringe, die sind sehr tief und schwarz. Und ich denke, der Holger, der kann das bestätigen. Die letzten Wochen waren für mich und mein Team mit ganz, ganz wenig Schlaf gesegnet. Und hier sieht man einfach mal ein paar der Highlights. Also wirklich, unsere Schneiderei hat rund um die Uhr gearbeitet. Bis zu 10 Nähmaschinen waren im Einsatz, konsequent, damit wir die Hussen. Weil es ist ja nicht so, dass die einmal hängen, die mussten auch wieder neu gemacht werden, aufgearbeitet werden. Die Horrorwood Studios vorne, die Logo-Buchstaben mussten wieder komplett überarbeitet werden. Wir haben die Tore im Park integriert. Es ist ja nicht einfach nur, dass wir ein Tor bauen, die Statik muss berechnet werden, es muss aufgebaut werden mit den ganzen Kränen in den Park rein. Wir haben Gott sei Dank die Schließungstage gehabt, wo wir diese großen Arbeiten machen konnten. Hier sieht man mal nur eine kleine Palette Nebelfluid, die wir brauchen. Das wird natürlich auch alles palettenweise angeliefert. Die Container haben wir verladen mit einem riesengroßen Kran. Also hier passiert, in den letzten Wochen ist hier eine ganze Menge passiert. Hier sieht man mal, wie sowas funktioniert. Das machen wir echt zwischen Tür und Angel. Also wir haben eine Idee und haben gesagt, hey, eine Filmklappe als Fotopoint wäre doch ziemlich cool. Dann haben wir das mal ganz grob eben aufgezeichnet. Und auch ein großes Lob an unsere Schreiner hier im Park. Die haben das dann wirklich innerhalb von 2-3 Tagen haben die sowas umgesetzt. Und jetzt haben wir einen unglaublich schönen Fotopoint, der natürlich auch wieder sehr, sehr gut passt zur Thematik vorne im Eingangsbereich.
Hier kann man mal die etwas größeren Projekte sehen. Gut, dass wir die TV-Studios auf dem Gelände haben, denn vorne das Eingangsstudio. Auch da war es uns wichtig, dass wir für die Leute wirklich auch quasi physisch einen Bereich schaffen, wo man in die Hollywood-Studios hineingeht. Und deshalb gibt es halt dieses Gate, was wir im Rahmen all unserer Logos und in unserer Werbemaßnahmen implementiert haben, gab es halt auch wirklich das Tor physisch. Aber auch hier kann man sehen, das war natürlich auch eine riesen Herausforderung, das auf das Gerüst aufzubringen. Wir haben circa 6 Monate Vorbereitungszeit gehabt, eigentlich viel zu wenig Zeit. Wir bräuchten 8 oder sogar vielleicht 10. Dann wären wir vielleicht mal vor der Zeit fertig, aber 6 Monate sind wirklich verdammt knapp. Und das Schöne ist, und deshalb ist es auch beim Timing immer etwas knapp, wir machen 85% aller Arbeiten, die im Park stattfinden, machen wir tatsächlich in-house mit all unseren Abteilungen, mit der Schneiderei, mit den Schreinern, mit den Malern, also mit den Technikern. Alles wird wirklich bei uns intern gemacht. Wir haben eine unglaublich talentierte und tolle Showcrew hier, die wirklich programmieren, die unglaubliche Sachen machen. Also da bin ich manchmal echt immer sprachlos, was die Jungs alles auf die Beine stellen. Und allein dieses Jahr, letztes Jahr waren es 5.000 Arbeitsstunden. Wir haben dieses Jahr, wir liegen jetzt, und da liegen noch nicht die 2 Nächte dazwischen, die noch kommen, liegen wir schon bei 6.500 Arbeitsstunden, die wir bis jetzt geleistet haben mit dem Team. Bis zu 2.000 Mitarbeiter zeitgleich sind involviert. Da haben wir jetzt aber auch die Fremdfirmen schon mit eingezählt. Und das Halloween-Projektteam besteht dann inklusive mir aus 14 Personen, ist auch gewachsen. Letztes Jahr waren es noch 5, jetzt sind wir 14. Weil wir Projekte der Größenordnung gar nicht mehr mit 5 Leuten stemmen können. Und über 20 Fremdfirmen sind involviert, von denen auch einige heute hier sind und auf die ich auch später noch gerne eingehen möchte. Vielleicht noch mal ein paar Zahlen zum Halloween Horror Festival 2018. Wir haben 280 Live-Akteure auf den Straßen und in den Maces. Wir haben natürlich eine neue Mace dazu bekommen, das heißt von 7 auf 8 sind wir gestiegen in der Anzahl der Maces. Eine Attraktion, der Terror Tower wird wieder mit integriert und wir haben jetzt 4 klar abgegrenzte Scare Zones im Park. Wir haben zusätzlich nochmal 200 Mitarbeiter im Bereich F&B und Showtechnik im Park, 17 Veranstaltungstage, 1500 Liter Kunstblut, 2500 Liter Nebelfluid werden wir verbraten, 4 Tonnen Kürbisse, da hat uns leider der heiße Sommer ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, wir hätten gern mehr gehabt, sonst haben wir mal zwischen 7 und 8 Tonnen, das Doppelte. Aber so ein kleiner Kürbis kostet jetzt das Dreifache von dem, was er letztes Jahr gekostet hat. Insofern haben wir uns dazu entschieden und ich denke, da seid ihr mit mir einig, dass wir künstliche Kürbisse kaufen. Und es ist die gleiche Lieferfirma, die auch das Disneyland Paris beliefert. Und wir sind sehr glücklich, dass wir diese Kürbisse jetzt vorne auf dem Hollywood Boulevard haben. Und von daher ist die Anzahl der Kürbisse dieses Jahr etwas geschrumpft. Aber ich denke, das können wir mit den tollen Kürbissen, die wir jetzt dauerhaft anbieten können, verschmerzen. 400 Strohballen, auch da war es etwas schwierig und bei Mais genauso. Das hatte alles wirklich den Wettereinfluss, ist da so ein bisschen bis zum Opfer gefallen. Aber die 6000 Maisstauden, die haben wir auf jeden Fall genommen. Der ist jetzt ein bisschen gelber als in den letzten Jahren. Und über 400 LED-Scheinwerfer haben wir im Park verbaut, beziehungsweise werden wir in den nächsten 2 Tagen auch noch verbauen. So, hier, ich hatte das kurz angesprochen, sind die Logos der Scare Zone. Und die Scare Zones gliedern sich dieses Mal, wir hatten ja letztes Jahr so ein bisschen, da waren wir uns auch noch nicht sicher, was machen wir mit dem Hollywood Boulevard, ist das jetzt eher so Thanksgiving oder was machen wir da, aber da wir jetzt ganz klar das Thema Film im Fokus haben, ist es der Hollywood Boulevard und der hat natürlich ganz klar eine Filmrolle als Logo bekommen. Bei den Streets of New York, da haben wir den neuen Themenbereich, die neue Scare Zone Acid Rain, da waren unsere Kollegen ganz kreativ und auch ein großes Dankeschön. Das stellt dann quasi die tanzende Menge dar, die sich nach der Sonne sehnt, damit der Regen irgendwann verschwindet. Und Dead West, das behalten wir einfach bei. Da hätte ich auch keine Lust, das großartig umzuthematisieren. Von daher, das passt ganz gut. Da werden wir uns in den nächsten Jahren auch noch ein paar Sachen einfallen lassen. Und wir haben dieses Jahr, da haben wir wirklich viel von Gästen sehr viel Feedback bekommen, dass der Santa Monica eigentlich immer so ein bisschen nicht bespielt wird und dass das eigentlich schade ist, weil das ja auch ganz gut passt. Und wir haben jetzt den ersten Schritt in Angriff genommen, dass wir auch den Santa Monica mit in die Scare Zones integrieren. Das heißt, folglich wird er zum Vierpier. Wer es gesehen hat, wird Lampions geben, wir werden eine passende Musik bekommen, es wird so Jahrmarktstände geben und er wird auch mit Monstern bespielt werden. Ist noch nicht das, was wir wirklich vollumfänglich anbieten wollen, aber es ist der erste Schritt, weil wir natürlich auch da noch ein ganz großes Potenzial zur Weiterentwicklung haben. Also in den nächsten Jahren kann man dann überlegen, ob man da noch ein Karussell mit integriert oder sonst irgendwas. Aber dieses Jahr haben wir so viele Projekte zeitgleich gehabt, dass wir jetzt erstmal eine Grundstruktur geschaffen haben, da, um auch dieses Produkt weiterzuentwickeln.
Natürlich haben auch wir unser Beleuchtungskonzept weiterentwickelt und wir haben einen fast sechsstelligen Betrag in Beleuchtung investiert. Noch mehr Moving Lights, noch mehr LED-Lampen im Park. Und wir haben natürlich jetzt die Festival-Area auf dem New York Plaza und die wäre natürlich ohne vernünftiges Licht und ohne gute Moving Lights, wäre das natürlich nur halb so cool. Und deshalb haben wir da jede Menge Geld investiert. Und das Schöne, das ist auch unsere Strategie für die Folgejahre, dass wir jetzt immer mehr in Hardware investieren, die wir dann quasi immer jedes Jahr wirklich, damit wir in die Breite gehen können. Und nicht immer wie früher. Wir haben einfach Equipment zugeliehen, haben es wieder abgegeben. Aber ich denke, das Halloween Horror Festival wird es noch einige Jahre geben. Und deshalb macht es einfach Sinn, in diese Richtung zu arbeiten. So. Natürlich, und das vergesse ich immer, mia culpa, haben wir auch ein wunderschönes Kinder-Halloween und die Kollegen haben ganz, ganz viel Arbeit wieder investiert ins Kinder-Halloween. Wirklich toll, war heute wirklich gut besucht und klar, wir sind ein Familienfreizeitpark, ab 18 Uhr nicht mehr, aber damit die Familien mit Kindern, das ist das Schöne, dass wir so eine Art Hybrid sind, dass wir natürlich den Familien mit Kindern was anbieten können, was auch Halloween-thematisch thematisiert ist und dazu bietet sich das Kinder-Halloween natürlich an. Im Gegensatz zum Halloween Horror Fest haben wir das jeden Tag, aber das ist jeden Tag vom 1. Oktober zwischen 12 und 17 Uhr bis einschließlich 4. November. So, hier gibt es mal ein paar Aktionen, die die Kids machen können, wirklich die klassischen amerikanischen Bopping for Apples und Kinderschminken. Es gibt eine Hüpfburg, ein kleines Kindergrusellabyrinth, also wirklich ganz niedlich. Bin da mal durchgelaufen und habe gedacht, naja, ist schon ein bisschen gruselig für kleine Kinder, aber okay. Wir empfehlen es ab 6 Jahren, aber wer Kinder hat, kann das gerne mal austesten, Feedback geben. Bin gespannt. Pumpkin-Carving, ja, und natürlich ganz, ganz beliebt ist auch unsere Hexe Hedwig, die dann wieder den Kindern Märchen erzählt. Was wir gemacht haben, und ich möchte auch ein großes Dankeschön an die Kollegen von Immerscore richten, wie auch im letzten Jahr. Und die Jungs haben wirklich auch mit uns Tag und Nacht hier Nachtschichten geschoben, weil wir jeden Tag noch irgendeine Änderung hatten und noch einen Wunsch. Und selbst in Thailand sind unsere Wünsche berücksichtigt worden im Urlaub. Also da muss man sagen, ganz toller Dienstleister, der immer für uns ansprechbar ist, selbst im Urlaub. Und wir haben wirklich ganz, ganz viel geändert und angepasst, weil einfach Musik gehört zu einem Festival. Und unser Sidesound ist natürlich wirklich auch ein ganz, ganz wichtiges Instrument, um Atmosphäre und Stimmung zu kreieren. Das heißt, jeder Themenbereich hat natürlich auch seine eigene Identität bekommen im musikalischen Bereich. Es ist zum Beispiel jetzt so, dass wir im Bereich Dead West, und da war es letztes Jahr, das war auch so ein bisschen auch bei unseren Kollegen, die Darsteller im dem Bereich gesagt haben, da kann man nicht gut drauf erschrecken, das ist nicht so schön, das passt nicht, haben wir natürlich auch gelernt und gemerkt und wir haben die glückliche Fügung, dass wir natürlich jetzt im Bereich Acid Rain einen Live-DJ haben, insofern konnten wir die Death Metal und die Metal- und Rockmusik konnten wir jetzt in den Western-Bereich verlagern, was denke ich der Atmosphäre da auch sehr zuträglich sein wird, weil es einfach gut da reinpasst. Auf dem Hollywood Boulevard, der dann ja zum Horrorwood Boulevard wird, da haben wir auch wieder die Filmklassiker und das haben wir nochmal abgegradet und angepasst. Allerdings, und da bin ich jetzt bei dem Punkt, das ich anfangs erwähnt habe, dass wir unseren Director mit reingenommen haben. Es gibt ja den Director der Horrorwood Studios und der Director wird auch so alle 15, 20 Minuten wird es Durchsagen geben, wie auf einem richtigen Studiogelände. Wer schon mal in Kalifornien, in Burbank, bei Warner Brothers oder so war, der weiß, dass da permanent jemand durchgerufen wird, der muss zur Maske, der muss dahin, der muss das machen. Und da haben wir uns ein bisschen dran orientiert und haben jetzt in den Sidesound auch Durchsagen des Directors integriert, um einfach diese Atmosphäre und dieses Film, diesen Filmset-Charakter auch nochmal in unserem Sidesound zu untermalen. Wir werden es gleich sehen und der Kollege ist gerade raus. Und wie gesagt, es ist heute wirklich... Es ist noch nicht alles final. Wir programmieren noch das Licht. Der DJ probt noch seine Sets. Also es ist wirklich jetzt, ihr dürft heute wirklich auch live bei den Generalproben dabei sein. Und von daher werden wir uns das gleich draußen auf der Bühne mal anschauen. Mit dem DJ, den wir haben, da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein, haben wir natürlich auch da entsprechend neuen Side-Sound. Und der Vierpier, ja, es ist wirklich Zirkusmusik, Jahrmarktmusik, alles ein bisschen creepy, damit es auch einfach zur Szenerie des Piers besser passt. Auch da haben wir natürlich wie immer auf eine dramaturgische, auf einen dramaturgischen Aufbau geachtet, dass wir wirklich vorne eher soft anfangen und nach hinten dann immer ein bisschen mehr Dramatik kriegen. So, natürlich waren die Kollegen der FB-Abteilung auch sehr fleißig und wir haben natürlich auch geschaut, hey, was können wir anbieten, was Halloween-spezifisch ist und was funktioniert oder was funktioniert auch nicht. Ja, gucken wir nochmal, gehen wir nochmal zurück. Jawohl. Das schaffe ich auch ohne Technik. So,
Ja, ich bin immer ein bisschen hilflos. Ich kann zwar mit Buntstiften malen und alles schön machen, aber sobald die Technik ins Spiel kommt, haben wir ein Problem. Neue FBI-Angebote. Wir haben zum Beispiel, und das ist wirklich auch in den Parks in Amerika immer ein riesen Kassenschlager, ist der schwarze Burger. Mit den schwarzen Burger-Buns, das haben wir jetzt auch als Black Edition mit in unser Programm aufgenommen. Wir haben natürlich in der Bakery haben wir wirklich Halloween-spezifische Backsachen, Donuts, Cookies. Wir haben im Bereich Slush Puppy, was natürlich auch immer sehr gut ist, auch wenn es Halloween ist, trotzdem nächsten Samstag wird es 27 Grad. Ich denke, das verkauft sich ganz gut. Dann gibt es da wirklich Toffee Apple, also wo wir auch wirklich gucken, hey, was funktioniert in Amerika, was können wir mit integrieren, insofern haben wir das damit eingebaut. Ansonsten gibt es die bekannten Specials. Das sind hier wirklich nur, das ist ein kleiner Auszug. Die Kollegen der FBI-Abteilung haben sich wirklich unglaublich viel Mühe gegeben und überall geguckt, was gibt es für tolle Sachen. Es gibt auch eine schwarze Bratwurst. Ich gebe zu, die habe ich jetzt hier als Bild nicht mit reingenommen, weil das war jetzt nicht so ansehnlich, aber probiert sie, die schmeckt wirklich gut. Und natürlich beim Swirl haben wir auch wieder unsere tollen Halloween-Angebote. Also einfach mal rumgucken, Augen aufmalen, wir haben viele tolle Angebote in dem Segment. So, kommen wir mal zu den Shows in dem Segment. Auf dem New York Plaza haben wir natürlich jetzt keine Show mehr, da gehe ich gleich nochmal drauf rein. Aber auch Stefan Nördel, der ist auch heute Abend hier. Vielen Dank, Stefan, dass du auch die letzten Wochen und Monate, wir sind ja schon ein bisschen länger zugange, viele, viele Abende mit mir verbracht hast, um auch das Showkonzept der Halloween-Hypnose-Show etwas zu überarbeiten, anzupassen. Im letzten Jahr war es so, dass ich eine Vorstellung hatte, was ich gerne haben möchte, was thematisch passt, und habe den armen Stefan so ein bisschen in so ein Korsett gezwängt, was aber mit dem Rahmen der Hypnose gar nicht so möglich ist. Wir hatten das Thema Geisterbeschwörung, das war alles so ein bisschen Booster. Und wir haben natürlich geguckt, jetzt haben wir das Thema Film, wie können wir das alles ein bisschen anpassen und einfach weg von dieser Geschichte, was wir da im Salon machen wollten. Und haben jetzt gesagt, hey, das Coole ist einfach, es gibt auch Horrorfilme, die auch schon ein bisschen trashy sind. Und was kann man nehmen, was auch so ein bisschen so eine Komponente hat, die etwas humoristischer ist, die einfach mit Hypnose funktioniert. Und deshalb ist der Stefan ab sofort der Casting Director der Horrorwood Studios, damit es natürlich auch thematisch passt. Das heißt, geht alle zum Casting, lasst euch hypnotisieren und schwimmt weg vom weißen Hai oder seid Norm Bates und sucht eure Mutter im Keller, was immer ihr machen wollt. Ist auf jeden Fall, Stefan hat ein ganz tolles Programm sich ausgedacht, es macht auf jeden Fall ganz viel Spaß. Und Show wird dreimal am Abend aufgeführt, je nach Fülle und Besucheranzahl im Park kann das auch bis zu viermal sein. So. Ja, ich habe gerade von unserem Live-DJ gesprochen und er ist wahrscheinlich draußen zugange. Und als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, dass wir einen DJ haben möchten, habe ich natürlich gesagt, naja, ich will jetzt nicht DJ Markus, der auf irgendeiner Hochzeit auflegt. Tiesto oder Getter können wir uns nicht leisten, mussten wir uns dann auch eingestehen. Aber wir haben jemanden gefunden, der wirklich in der Clubszene auch deutschlandweit wirklich einen sehr guten Ruf hat, der schon sehr, sehr coole Singles im Markt hat, der bei Kontor unter Vertrag ist. Und der sogar, den ich jetzt dieses Jahr bei Peruka sehen durfte, und der macht echt mega Stimmung, der Junge. Und wir sind mega stolz, dass wir den bekommen haben fürs Halloween Horror Festival. Weil ohne einen richtigen DJ ist es kein Festival. Und deshalb ist er so ein bisschen auch Dreh- und Angelpunkt für unsere neue strategische Ausrichtung. Ich habe es hier nochmal aufgeführt. Es wird auf jeden Fall, also dann entspricht natürlich der Sidesound im Bereich der Streets of New York oder dann dem Themenbereich der Scares und Acid Rain. House und Future House werden wir spielen. Max hat auch eigene Singles und eigene Releases im Programm, die er auch spielen wird. Max hat wirklich schon mit Felix Yale, Tiesto oder auch mit Schulz aufgelegt. Also wirklich kein Unbekannter in der Szene. Und hat gerade seine neue Single live auf den Markt gebracht und hat auch noch ganz viele geile Singles in der Pipeline. Und die werden sogar, die eine oder andere wird sogar hier bei uns auf dem Halloween Horror Fest dann gespielt und Premiere feiern. Ja, zweiter Punkt, und darauf bin ich ganz besonders stolz, weil das ist so ein bisschen quasi aus den eigenen Reihen. Ich habe einen sehr talentierten Online-Marketing-Manager, und der hat irgendwann mal zu mir gesagt, als er deinen Hosenträgern sagt, ja, was machst du, wo gehst du hin? Sagt, ja, ich bin noch in einer Band. Ich sage, du bist in einer Band? Und ja, ich lade dich mal ein. Und dann haben wir uns das mal angeguckt, und die drei Jungs, die machen so viel Fates und so viel Spaß, das ist unglaublich. Und dann habe ich gesagt, ihr seid eine Irish Folk Band, ihr passt perfekt zum Halloween Horror Festival. Und dann haben wir uns natürlich auch immer der Frage stellen müssen, warum haben wir die Vorverkaufstage? Die haben wir natürlich nicht nur, um unsere Besucherzahlen entsprechend zu regulieren und planen zu können, sondern die haben wir natürlich auch, und das ist das, was die Gäste auch eine gewisse Erwartungshaltung unserer Gäste gibt, was passiert noch zusätzlich an den Vorverkaufstagen? Und dann haben wir uns dazu entschieden,
dass wir quasi das Programm von Max Behring nochmal upgraden an den Vorverkaufstagen mit einer Liveband. Das heißt, die Jungs, und ihr werdet gleich sicherlich alle eine gute Podcast-Probe von dem bekommen, was die können. Und an den Vorverkaufstagen, die vier Vorverkaufstagen, die wir haben, werden wir die auf jeden Fall hier vorne auch auf der Scarezone-Bühne im Bereich Acid Rain präsentieren dürfen. Hier sind nochmal ein paar Informationen zur Band. Also wie gesagt, es ist Irish und Nordic Folk. Im ersten Moment dachte ich immer so, Gott, so ein Gejammer, wo man bei einschläft und es ist irgendwie so dramatisch, sowas will ich nicht. Nee, Irish Folk kann auch richtig cool abgehen und da geht wirklich die Luzi ab auf der Bühne, von daher haben wir uns für die Jungs entschieden. Auch mit einer sehr bekannten Connemara Stone Company, wer die Szene kennt, da muss ich mich auch, gebe ich zu, ich bin eher Fan elektronischer Musik, muss ich mich auch erstmal ein bisschen einlesen, aber das ist auch eine Größe in der Szene und mit denen sind die auch auf Tour und haben jetzt gerade ihr erstes Musikvideo gedreht und ich bin stolz, dass ich den Jungen in meinem Team habe, weil der macht echt einen fantastischen Job und und jetzt macht er auch noch Musik, von daher irgendwie so ein kleines Moviepark Eigengewächs. Gut, kommen wir zu der großen Neuheit, die wir präsentieren und nachdem ich dann die Kollegen, die da heute jetzt arbeiten und euch gleich präsentieren, was es da gibt, erstmal gefragt haben, wer von euch hat den Film geguckt, dann haben wir von 12 zwei aufgezeigt, dann haben wir so jetzt erstmal Hausaufgaben machen, den Film gucken. Wer den Film nicht kennt, und der Film hat natürlich auch 2003 Premiere gefeiert, das ist eine Weile her, der Trailer hat deshalb auch nicht die beste HD-Quali, also von daher seht es uns nach. Aber wer den Film nicht kennt, damit wir einfach ein kleines Gefühl dafür bekommen, was unsere neue Mace präsentiert, würde ich sagen, Film ab und hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ja. Sind Sie verletzt? Das tut mir so leid. Das hier war über die Straße gespannt. Das war geplant. Entschlossen, natürlich zum 20-Jährigen und das war uns ganz besonders wichtig, dass wir bei allem, was wir jetzt noch zusätzlich im Park implementiert haben, dass wir auf jeden Fall auch eine neue Mace präsentieren. Das war unser ganz großer persönlicher Wunsch und wir haben natürlich, ähnlich wie damals bei Gremlins, haben wir natürlich eine große, leider leerstehende Attraktion und es wäre schade, das zumindest nicht an Halloween zu nutzen und den Gästen zugänglich zu machen. Um direkt die Frage vorwegzunehmen, wir haben es nicht mit Booten gemacht, weil es dafür keine Genehmigung gibt. Das ist, hätten wir nicht hinbekommen, viel zu gefährlich, wenn einer ins Boot fällt, Wasser ertrinkt. Wir haben es versucht, funktioniert nicht. Nichtsdestotrotz hätten wir uns dann vielleicht auch nicht der IP bedienen können, weil dann hätte es schon wieder eine ganz andere Thematik gehabt. Insofern gucken wir dann immer, was haben wir für eine Infrastruktur und welche IP passt auf die Infrastruktur. Kann ich auch gern später nochmal drauf eingehen. Aber vielleicht einfach mal ein paar Zahlen für dieses wirklich gigantische Projekt, was einfach auch nochmal zeigt,
warum wir einfach jetzt auch noch nicht 100% abliefern können, weil wir wirklich seit Wochen, und ich muss wirklich den Kollegen ganz große Hochachtung aussprechen, die wirklich seit Wochen da sitzen und die ganze, sich wirklich die Nächte um die Ohren schlagen, bis wirklich 12, 1 Uhr nachts, jeden Tag ab 8 Uhr morgens da sitzen, programmieren, Kabel ziehen. Und wer die alte Ice Age Halle kennt, der weiß, wie groß diese Halle ist. Und ich muss dazu sagen, damit man das auch ein bisschen verstehen kann, die Halle war schon infrastrukturell komplett entkernt. Das heißt, alle Boxen waren raus, alle Kabel waren raus. Wir haben wirklich noch die nackten Kulissen gehabt. Das heißt, die Kollegen mussten komplett wieder eine komplette Infrastruktur herstellen. Und deshalb haben wir über 10 Kilometer Kabel verlegen müssen, mussten über 50 Boxen wieder reaktivieren. Wir haben eine ungefähre Wegstrecke von ca. 200 Metern, die die Leute durchlaufen innerhalb der Attraktion. Und das Schöne ist natürlich an so einem Gebäude, wir können die Infrastruktur, die im Prinzip vor der Attraktion schon war, die können wir natürlich auch wieder aktivieren und nutzen. Das heißt, im Gegensatz zu anderen Maces, hier gibt es immer eine kleine Pre-Show bzw. einen kleinen Bereich, wo Safety-Announcements gibt. Hier haben wir es tatsächlich, dass es 3 Pre-Shows geben wird, die wir haben, um die Leute einfach noch tiefer in die Storyline des Films mit einzubeziehen. Weil hier ist es wirklich, es ist eine sehr atmosphärisch, sehr dichte Maze. Es geht so ein bisschen auch mehr in den Bereich Storytelling, die Leute einfach noch tiefer in die Geschichte mit einzubeziehen. Und das machen wir natürlich mit den Pre-Show-Räumen, die uns gegeben sind. Und die haben wir natürlich mit in die Thematik mit integriert. Wie gesagt, die Planungsphase sind 6 Monate Vorlauf haben wir ungefähr gehabt. Aber wer weiß und wer schon mal die Erfahrung gemacht hat, zumindest aus unserer Vergangenheit weiß, wenn man mit Lizenzgebern zusammenarbeitet, der Verhandlungsprozess, bis wir eine Lizenz bekommen, der ist noch viel, viel länger und dauert immens lange. Das ist wirklich der Wahnsinn. Wir hatten sogar schon ein Konzept ohne IP in der Schublade, aber als Moviepark war es auch mir persönlich ein ganz großes Anliegen, dass wir eine Lizenz präsentieren. Und umso glücklicher bin ich, dass die Kollegen von Constantin Film in München unglaublich tolle Partner sind und ganz toller neuer Partner in unserem Portfolio und mit denen haben wir bestimmt nicht das letzte Mal was gemacht. Sehr kooperative Partner. Es ist vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass sie in Deutschland sitzen. Natürlich auch in Kooperation mit Summit Entertainment, aber der große Teil unserer Verhandlungs- und unserer Approval-Arbeit lief über Deutschland, über München. Insofern war das für uns natürlich auch schon eine sehr glückliche Fügung. Nicht vergessen möchte ich natürlich, und wie gesagt, ich habe es jetzt mehrfach gesagt, aber ich bin unglaublich stolz auf mein Team, weil was die da leisten, ist der Wahnsinn. Und wir machen wirklich die komplette Technik. Also hier ist nur ein kleines, da sind wirklich, ich weiß nicht, 30, 40 Verstärker, Server, was, also die Infrastruktur, wenn man sich das Backstage anguckt, ich würde wahnsinnig werden. So viel Kilometer Kabel und die Jungs, die machen da echt einen geilen Job und wir machen das alles in-house. Also es gibt keine externe Firma, die das machen alles unsere Showtechniker. Und ein großes Dankeschön natürlich auch hier an dieser Stelle an den Ralf Dangelus. Wo ist er? Irgendwo hier auch im Raum? Ja, irgendwo hier. Ich sehe dich jetzt nicht, aber versteckt sich jetzt wahrscheinlich, schämt sich. Ralf hat bei uns schon das Slaughterhouse gebaut, die Firma Dekowerk und Ideewerk. Die haben wirklich, und ich gebe zu, dass ich mit dem Slaughterhouse sehr, sehr, sehr zufrieden bin. Ein ganz tolles, hohes, qualitatives Level. Und ich habe Ralf gefragt, traust du das zu, auch eine IP-Maze zu bauen? Und Ralf geht zwar hinterher nie rein, hat aber immer unglaublich große Lust, solche großen Projekte umzusetzen und der hat uns jetzt auch seit mehreren Monaten und Wochen in der Planung und in der Umsetzung unterstützt und wir werden nachher sehen, was die Kollegen da geleistet haben. So, was ist das Besondere an der Maze? Es ist natürlich, es separiert sich jetzt etwas von unseren klassischen Maces, die wir haben. Es ist nicht einfach, geh rein, geh um die Ecke, werde erschreckt. Sondern wir mussten natürlich gucken, dass wir erstmal die Infrastruktur schaffen, damit die Leute überhaupt in den Kanal rein können. Und bei der ersten Begehung mit der Stadt Bottrop und der Feuerwehr haben die dann alle nur gesagt, um Gottes Willen, das geht nicht, das geht nicht und das geht nicht und das können wir nicht machen. Also habe ich schon gesagt, das sind immer die ersten Momente, wo man eigentlich voller Enthusiasmus ist und dann merkt, vielleicht klappt es doch nicht. Aber wenn wir eins hier im Moviepark gelernt haben, dann ist es für unsere Projekte und für das, wo wir denken, dass es richtig für den Park ist, zu kämpfen. Also haben wir nach allen Möglichkeiten gesucht, das umzusetzen, weil die Schwierigkeit war zunächst, wenn wir uns durch den Kanal bewegen, der ist natürlich 80 cm tiefer als die Exit-Rampen, die Sicherheitsrampen, mussten wir also erstmal Rampen in die ganze Wegstrecke einbauen, damit die Leute im Evakuierungsfall zu den Notausgangstüren kommen, die ja normalerweise auf Höhe der Boote gewesen wäre. Also allein die Infrastruktur da hat schon unglaublich viel Budget verschlungen, aber es war uns wichtig, dass wir natürlich Safety hat hier immer unglaublich hohe Priorität und naja, haben wir auf jeden Fall, die Herausforderung haben wir uns auf jeden Fall angenommen.
Na, okay. Wir haben natürlich auch jetzt in dem Bereich der Maze haben wir verschiedene Szenen, die natürlich eigentlich gar nicht in den Film passen. Und da muss ich auch nochmal ein großes Lob an die Kollegen von Konstantin Film aussprechen in München. Schnee kommt ja in dem Film gar nicht vor. Das Tolle ist aber, dass der Film in West Virginia spielt, wo es in dem Nationalpark, in dem er spielt, aber im Winter auch Schnee gibt. Insofern haben wir kurzerhand gesagt, wir bleiben in der Örtlichkeit, in dem der Film spielt, aber haben natürlich die Option, auch noch Schnee mit zu integrieren. So, Beginn der Storyline. Und zwar wichtig, dass wir im Rahmen unseres Storytellings, was bei uns immer ganz oben auf der Fahne steht, dass wir natürlich auch schon beginnen, in der Q-Line die Geschichte zu erzählen. Und auch da haben uns die Kollegen von Imascore wieder fantastisch unterstützt. Es werden, wie bei Hostel auch, und da hat es schon großen Erfolg gefeiert, werden wir auch in der Q-Line Musik haben, diesmal keine holländischen Schlager, sondern wirklich coole 50er-Jahre-Musik. Und die wird dann auch immer wieder unterbrochen von Eilmeldungen von einem Radiosender, dass Wanderer verschwunden sind, dass Bergsteiger verschwunden sind. Alles das, was es auch im Film, im Autoradio gibt, haben wir dann quasi adaptiert schon in die Q-Line. Da stehen auch wirklich alte US-Oldtimer. Und da beginnen wir die Storyline bei Rick's Garage. Auch wer den Film schon mal gesehen hat, der weiß, dass der Protagonist dort nach dem Weg fragt. Und da beginnen wir, um dann einfach wirklich schon beim Warten eigentlich die Geschichte einzuleiten. Uns ist es natürlich wichtig, diese Geschichte zu erzählen. Und im Gegensatz zum Film haben wir natürlich drei Pre-Shows. Und da haben wir natürlich in Zusammenarbeit mit Konstantin Film überlegt, wie können wir diese Geschichte erzählen, was können wir machen. Und wir haben uns natürlich so ein bisschen am Film orientiert. Das heißt, da ist der Stacheldraht auf der Straße gespannt, das Auto hat eine Panne, es fährt über diesen Stacheldraht, hat einen Platten, muss zur Werkstatt, zu Rick's Garage. Und die Werkstatt hat natürlich die Ersatzteile nicht, wie das auch immer so ist in diesen Horrorfilmen. Das heißt, die Jungs und Mädels, in dem Fall die Protagonisten, also unsere Gäste, sind gezwungen zu übernachten und werden dann von der Tankstelle zur Mountain Lodge geschickt, die in West Virginia im Bluestone Nationalpark sich befindet. Da ist dann der Park Ranger, der unsere Gäste erstmal aufklärt und sagt, hey, hier ist gefährlich, hier gibt es ganz viele Todesfälle und ihr müsst euch schützen und geht am besten da ins Hotel und dann seid ihr safe bis morgen früh. Natürlich hat das Hotel auch kein Zimmer mehr, wie sollte es anders sein? In so einem guten Horrorfilm passiert natürlich immer das, was nicht passieren soll. Und auch werden die Kollegen dann da, und da komme ich jetzt zum nächsten Punkt, werden die auch wieder weitergeschickt und müssen zum Campingplatz innerhalb eines Nationalparks. Das ist so ein bisschen die Anfangsgeschichte, die Grundgeschichte, ganz kurz erzählt, so wie es auch in einem klassischen Horrorfilm passieren könnte. Insofern haben wir zu der Lizenz eine kleine Weiterentwicklung in Zusammenarbeit mit dem IP-Geber gemacht. Und da bin ich auch ganz stolz drauf, dass sie uns da auch so großartig unterstützt haben. Natürlich, wer Ice Age kennt, im Gegensatz zu unseren anderen Maces, es gibt keine engen Gänge, sondern es gibt wirklich unglaublich große Kulissen, ganz, ganz weite Wege. Also da ist es wirklich die Weite und die Dunkelheit, die nachher dazu beitragen werden, eine entsprechende Atmosphäre zu erzeugen. Unsere Kollegen haben es auch geschafft, den Wasserfall wieder zu aktivieren. Das heißt, es ist wirklich, wenn man durchläuft, man hört die Grillen zirpen, der Wasserfall läuft an einem vorbei und das ist wirklich schon eine coole Atmosphäre. Das fühlt sich echt, wenn es dunkel ist, fühlt sich echt an, als wäre man irgendwo draußen. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, was diese Maze noch besonderer macht, als sie schon eigentlich ist. Und dazu möchte ich jetzt einfach den Kollegen auf die Bühne bitten. Und zwar den Henk und sein Team von Haunted Lantern aus den Niederlanden. Ja, vielen Dank. So, und zwar, lieber Henk, erst einmal auch von meiner Seite nochmal ein großes Dankeschön, dass ihr uns in den letzten Monaten und Wochen so tatkräftig unterstützt habt. Ihr seid ein tolles Team und was soll ich sagen? Ich würde einfach mal ganz kurz den Kollegen und den Pressevertretern zeigen und erklären, was denn eigentlich die Laternen können. Weil das Schöne ist natürlich bei dieser Maze, wir werden auch mit einer sehr, sehr, sehr minimalistischen Lichtstimmung arbeiten. Das heißt, das Schöne ist, es ist in der Halle, wir können es zu jeder Tages- und Nachtzeit bespielen. Und wir wollen ja so ein bisschen die Atmosphäre kreieren, dass die Gäste wirklich alleine im Dunkeln durch einen Nationalpark laufen. Und wie könnte man das besser machen und wie könnte man die Gäste besser schützen in der Dunkelheit als mit einer Laterne? So, ihr habt da mal was vorbereitet, finde ich gut. Und wir können einfach mal zeigen, weil der Clou an der Laterne ist natürlich nicht, dass die Leute mit einer Laterne durch die Maze laufen, sondern dass wir die Laterne steuern können. Das kann der Henk jetzt mal hier vorführen.
Genau. Es gibt Blackouts. Wir haben verschiedene Fahrtmöglichkeiten. Wir haben die Option, dass wir halt auch wirklich Heartbeat abbilden, dass wir wirklich Pulsschläge abbilden können. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Variationsmöglichkeiten gibt es. No problem. That's really appreciated. Ja, man kann einfach, und das muss ich auch wirklich sagen, man kann einfach unglaublich viel mit diesen Dingern machen und spielen. Und das passt natürlich perfekt zu einer Szenerie. Das heißt, in dem Bereich der einzelnen Szenen werden wir mit sogenannten Eye-Beacons arbeiten. Das heißt, die Laternen werden über Infrarot angesteuert und wir können passend zur Szene, können wir dann die entsprechende Lichtstimmung kreieren. Wir haben zum Beispiel im Bereich, wo wir dann in den Eisbereich kommen, arbeiten wir mit blauem Licht. Wir haben natürlich in verschiedenen Szenen auch die Option, dass wir die Lampe komplett, dass es ein Blackout gibt, dass sie anfängt zu flackern, dass wir die Intensität runternehmen. Und die Kollegen machen das schon ganz erfolgreich in Olden Towers seit 2016. Und insofern sind wir wirklich ganz glücklich, dass wir euch jetzt hier bei uns im Moviepark haben und das unseren Gästen präsentieren dürfen. Und auch wir haben noch ein paar Tage und der Henk ist Samstag auch hier. Das heißt, wer Samstag im Park ist und durchläuft, der wird mich und Henk sicherlich auch ein paar Mal noch sehen und sein Team, weil wir natürlich auch da jetzt im laufenden Prozess einfach gucken müssen. Es ist für uns auch ein komplett neues Projekt und da werden wir sicherlich noch ein bisschen feinjustieren und auch daran arbeiten, dass wir auch die Lampen perfekt auf die einzelnen Szenen abstimmen können. Aber wir sind unglaublich froh, dass wir euch mit im Boot haben für dieses Jahr, fürs Halloween Horror Festival. Und wie gesagt, die Lizenz gibt es, die haben wir jetzt für 3 Jahre gekauft. Das heißt, Henk wird uns auch 3 Jahre erhalten bleiben mit seinem Team. Und sieht das nicht als Drogen. Und ja, vielen lieben Dank, dass ihr hier seid, dass ihr uns heute schon so gut unterstützt habt. Und danke, dass ihr dann auch mit uns hier seid oder mit mir auf der Bühne seid, um einfach mal euer tolles Produkt zu zeigen. Vielen Dank. So. Guck gerade mal. Ja, wie bei allen Maces natürlich mit Filmlizenz ist es auch da die oberste Priorität vom Lizenzgeber, aber auch unser großer Anspruch, dass wir natürlich versuchen, die Szenen so originalgetreu wie möglich nachzubilden. Hier ist es relativ simpel. Es gibt einen Wald, es gibt eine Hütte, es gibt eine Tankstelle. Das passt natürlich perfekt. Insofern haben wir aber dennoch innerhalb der ganzen Szenerie auch versucht, immer wieder die Elemente, zum Beispiel jagen die Kannibalen mit Pfeil und Bogen, mit einer Axt, also bedienen sich, oder mit einer Schrotflinte. Und wir haben natürlich versucht, bei allem, was wir in die Maze mit integrieren, dass wir natürlich auch immer wieder zu diesen Waffen greifen, dass wir immer die Orte und Szenerien aus dem Film abbilden. Es gibt zum Beispiel Missing-Plakate, die tauchen nur ganz kurz in dem Opener des Films auf. Aber unsere Grafikkollegen haben wirklich diese Missing-Plakate auch originalgetreu 1:1 reproduziert. Also wir haben an ganz, ganz vielen Stellen wieder den obersten oder wirklich ganz, ganz hohe, ganz, ganz hohes Maß angelegt in der Authentizität dieser Attraktion. Und hier kann man das einfach mal sehen. Links ist dann das quasi, was im Film ist. Rechts ist das, wie man das bei uns in der Maze vorfindet. Es gibt halt auch die Sequenz. Am Ende dieser Umgehungsstraße gibt es dieses Dead-End-Schild. Das haben wir natürlich auch mit integriert. Das ist direkt zu Anfang der Maze, wenn man sie betritt. Hier kann man nochmal sehen, dass wir wirklich, und wir haben sogar ein 100 Jahre altes Kanu aufgetrieben. Und hier kann man auch sehen, dass es halt auch schon von Speerspitzen durchlöchert ist. Wir haben den Lookout Tower, den gibt es auch da in dem Film. Den haben wir auch wirklich originalgetreu nachgebaut. Es gibt die Sequenz, wo die wirklich, wir haben so ein bisschen, es spielt ja viel in dieser Hütte. Wir haben aber natürlich einige Szenen aus der Hütte hinaus verlagert, um einfach den Gästen auch zu zeigen, was draußen passiert, weil sie natürlich nicht in die Hütte reingehen können, die ist Kulisse. Aber hier kann man wunderbar sehen, es gibt diesen Kühlschrank mit den ganzen Innereien und Körperteilen. Die Hütte der Kannibalen haben wir auch wirklich originalgetreu nachgebildet. Wir haben wirklich originalgetreue Signage, originalgetreue Zapfsäulen aus den Staaten. Also das sind wirklich, wir sind da sehr, sehr nah an die ganzen Details rangegangen, die wir auch im Film vorfinden. Und bevor wir uns das nachher angucken, und ich habe jetzt schon einige Partner genannt, möchte ich einfach nochmal ganz klar unterstreichen und betonen, bei aller Kreativität, die ein einzelner Mensch hat, ist so ein Projekt niemals zu stemmen mit unglaublich vielen Menschen. Und es werden jedes Jahr mehr Menschen, die ebenso wie ich und meine Kollegen für das Projekt und für den Park und für das Halloween Horror Festival brennen. Aber irgendwann kriegt man es einfach nicht mehr gestemmt und deshalb ist es mir ein ganz, ganz großes Anliegen, auch einfach wirklich ein paar sehr, sehr starken Partnern
Und ich sehe gerade, da fehlt das E-Mask-Logo. Aber ihr seid dann stellvertretend unter dem Dach der E-Mail-Media. Egal, das ist dann durchgegangen. Aber nichtsdestotrotz auch euch ein großes Dankeschön. Wie gesagt, bei Konstantin Film möchte ich mich wirklich bei Herrn Trosthammer bedanken, der die letzten Wochen und Monate auch mit mir wirklich so viele Telefonate und E-Mails geführt hat. Ohne die Kollegen in München wäre das echt nicht möglich gewesen. Die haben uns großartig unterstützt. Die mussten natürlich auch, der Film war 2003 in den Kinos, die mussten natürlich auch wieder alles ausgraben. Alte Szenenbilder, Setbilder, alles sowas, was schon längst irgendwo in der Schublade verstaubt war. Und das haben die wirklich großartig gemacht, auch mit sehr viel Passion und haben auch wirklich Spaß an der Sache gehabt. Ja klar, die Kollegen von Hunt & Lantern waren hier schon auf der Bühne. Immer Score, immer Media, die haben den gesamten Media-Content gemacht, auch im Park. Wie gesagt, uns verbindet schon eine sehr, sehr enge Freundschaft und ich fühle mich eigentlich schon, als wärt ihr meine Familie, so oft wie wir zusammenarbeiten. Ich sehe euch zumindest häufiger als meine Familie. Da sollte ich mir vielleicht mal Gedanken machen. Und auch Stefan Nölle, ein großes Dankeschön, der auch wirklich uns hier immer extrem gut unterstützt bei allem, bei seiner Planung. Und auch wirklich, wir verbringen sehr viel Freizeit miteinander, um diese Projekte überhaupt planen zu können, weil das Zeitfenster das manchmal gar nicht zulässt. Carb Event ist dieses Jahr ein neuer Partner und ein Partner, der mir auch sehr am Herzen liegt. Und zwar stellvertretend für Carb Event Alexander Bös, der auch der Vater unserer neuen Moviepark-Familie ist. Da können wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und ja, der ist dafür zuständig, dass wir jetzt auf unserem Festivalbereich einfach auch ein vernünftiges Zelt haben. Das sollte das Wetter erstmal nicht so hergeben. Und wir wollen natürlich auch eine bisschen gemütliche Atmosphäre schaffen in diesem Bereich, der einfach dieses gigantische Zelt aufbaut. Und natürlich, last but not least, Dekowerk, die wirklich einen fantastischen Job gemacht haben. Und alle Energy Drinks, die innerhalb der Kulissen zu finden sind, die haben die alle getrunken, die Jungs. Ich weiß nicht, wie viele Paletten, weil die da auch Tag und Nacht in der Halle drin waren. Und natürlich auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an Max Behring, der steht da vorne. Und ich bin wirklich, wirklich happy, weil bei dem Chaos, was wir hier manchmal verbreiten, hast du auch noch als DJ hier immer die Ruhe bewahrt und auch auf kurzfristige Anfragen immer reagiert. Und ich bin wirklich froh, dass wir mit solchen Menschen zusammenarbeiten können, die alle brennen und die alle wirklich Lust haben, hier unseren Gästen ein ganz fantastisches Event zu bieten. Und last but not least natürlich auch Christoph Scheuer, der mein Online-Marketing-Manager, der wirklich mit seiner Band auch hier immer vor Ort ist und wirklich eine coole Stimmung macht und der auch einfach ein ziemlich cooler Kerl ist, weil auch ohne solche Leute und alle, ob das der Dennis in der Technik ist, ob das unsere F&B-Kollegen sind oder ob das unsere Monster sind, die auch natürlich bei den Maces mithelfen, die uns unterstützen, die neuen Kollegen zu schminken, zu trainieren. Dieser ganze Spirit, ohne all diese Leute wäre unser Halloween Horror Festival nicht das, was es ist. Und deshalb ist es mir ein ganz, ganz großes Anliegen und ich habe es dieses Jahr wieder mal erfahren, ohne euch alle wäre das alles nicht machbar. Und deshalb vielleicht mal einen ganz, ganz großen Applaus für ein fantastisches Team. So, und jetzt will ich auch gar nicht mehr lange reden, schwingen, aber so vom Zeitplan, ich glaube, das passt ganz gut. Ich habe noch vielleicht einen Punkt, weil an dem Punkt, wo ich immer quasi zu viel rede, kommt ja normalerweise die Jessica Demmer, die uns ja leider verlassen hat, aber ich möchte einfach den Rahmen jetzt noch einmal nutzen. Und zwar, wir haben eine ganz, ganz fantastische neue Pressekollegin gefunden. Und jetzt muss ich gucken, weil ich sehe es nicht. Doch, da sehe ich blonde Haare. Komm mal bitte einmal zu mir, liebe Ankatzgeber. Meinen großen Applaus für unsere neue PR-Sprecherin. Ich habe nämlich heute schon gesagt, den Stress tue ich mir alleine nicht mehr an in den nächsten Jahren. Das darfst du dann mit mir teilen. Und ich möchte einfach auch euch ans Herz legen, vielleicht an Katrin, die wird uns gleich begleiten, einfach vielleicht schon mal erste Kontakte zu knüpfen, mal sich auszutauschen. Und an Katrin steigt bei uns am 1. November ein, wird dann unsere Pressestelle leiten. Und auch da bin ich unglaublich stolz, dass wir haben ein großartiges Team. Michael, auch an dich ein ganz großes Dankeschön. Weil ohne die Kollegen aus dem Vertrieb, ich habe ja eigentlich auch einen normalen Job, Marketing und Sales, der ist in den letzten Wochen leider ein bisschen hinübergekippt, aber auch da habe ich super Rückhalt und der schickt nämlich immer die Zahlen nach Spanien, während ich dann irgendwelche Blutflecken auf die Puppen schmiere. Von daher danke dafür. Und an Katrin, möchtest du vielleicht einfach noch ganz kurz zwei, drei Worte an unsere Presse und Fans richten, damit die auch wissen, was du dann in Zukunft hier zusammen mit mir machen darfst. Gelegenheit, um mich bei Ihnen vorzustellen. Ich bin Ann-Kathrin Dölken und ab November, wie gerade angekündigt, die neue PR-Koordinatorin im Moviepark. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sehr gerne auf mich zukommen.
Ich bin dann Ihre Ansprechpartnerin für diverse Medienanfragen und freue mich auf die Zusammenarbeit. Alles klar, dann noch viel Spaß heute Abend und vielen Dank. Ann-Kathrin kommt aus Feldhausen, ist also quasi ein Heimspiel für sie. Und wir sind froh, dass wir jemanden wirklich von so einem tollen TV-Sender zu uns bekommen haben. Und von daher freue ich mich auf die Zusammenarbeit. Gut, Zeit für Fragen und Antworten. Das heißt, jetzt ist der Punkt. Wir werden sicherlich gleich noch die ein oder andere Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen im Verlauf des Abends. Aber wenn jetzt konkrete Fragen da sind, bitte gerne stellen, Hand heben. Bitteschön. Also das, genau, das ist auf jeden Fall, weil wir haben auch viele Fragen bekommen, monsterfreie Zone Nickland. Von der Gebäudestruktur ging es natürlich nicht, dass wir die Maze woanders hin verlagern, weil wir natürlich auch einfach die Größe brauchen, um das darzustellen und auch das Gebäude natürlich an dem Punkt des Parks steht. Wir haben aber, und das ist natürlich unser Credo, und wir sind Familienfreizeitpark und das lassen wir natürlich auch nicht an Halloween ganz aus den Augen. Es wird im gesamten Nickland wird es keinen Live-Erschrecker geben. Und auch innerhalb der Q-Line von Wrong Turn wird es keine Live-Erschrecker geben. Da läuft wirklich 50er-Jahre-Musik. Selbst die Durchsagen sind auf Englisch, damit wir keine Kinder verängstigen, wenn jemand auf Deutsch sagen würde, hier sind Wanderer verschwunden oder irgendwas. Von daher haben wir es wirklich ganz bewusst so umgesetzt, dass Familien nach wie vor das Nickland besuchen können und auch das Nickland über den bekannten Weg, über die Main Street bzw. den Hollywood Boulevard wieder verlassen können. Und wir haben auch die Kollegen so trainiert, dass kein wilder Kannibale aus dem Wrong Turn rausrennt und die Kinder erschreckt. Also da achten wir drauf und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns und insofern können wir das, glaube ich, ganz klar kommunizieren, dass es keine Monster und keine Live-Erschrecker im Nickland und auch nicht in der Q-Line von Wrong Turn geben wird. Sonst noch Fragen? Keine. Doch. Gerne. Ihr habt die Lizenz für 3 Jahre. Ja. Bedeutet im Umkehrschluss, in den nächsten 3 Jahren passiert auch im Objekt selber nichts anderes. Genau, genau. Ich kann vielleicht ganz kurz erklären. Und zwar, das Schöne, Teil einer Gruppe zu sein, bringt sicherlich die ein oder andere Herausforderung mit sich. Das muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite bietet es einen aber auch einen langfristigen Planungshorizont. Das heißt, wir haben sicherlich noch einige Projekte in der Pipeline, die werden aber in den nächsten 3 Jahren nicht in der Halle dort platziert werden oder passieren. Insofern, mit dem Wissen, was in den nächsten Jahren passiert, wäre es jetzt schade gewesen, die Halle auch 3 Jahre leer stehen zu lassen. Insofern haben wir uns zumindest dazu entschlossen, die Halle quasi Halloween zu nutzen. Und es gibt sicherlich Pläne dafür, aber in den nächsten 3 Jahren wird es tatsächlich so sein, dass wir die nur an Halloween nutzen werden. Stand jetzt, sicherlich, Spanien ist manchmal sehr sprunghaft. Kann durchaus auch sein, dass es da nochmal eine andere Entscheidung gibt, aber wir sind ja, und das ist das Schöne an der Parques Reunidos-Gruppe, dass wir wirklich schon bis 2022 planen können und dass wir wissen, was kommt und was wir umsetzen werden. Und deshalb können wir jetzt auch mit der Gewissheit erstmal in den Ring steigen und sagen, hey, die Halle brauchen wir die nächsten 3 Jahre erstmal nicht und deshalb nutzen wir die jetzt. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt gar nichts mehr im Park passiert. Ich weiß, dass ein Dark Ride fehlt, das wissen wir, das ist uns bewusst, ein Familien-Dark Ride. Aber bei aller Liebe, wir haben natürlich, und ich kann das einfach mal sagen, wir haben Projekte in der Pipeline, die wir schon seit 2, 3 Jahren in der Pipeline haben, die umgesetzt werden müssen, die eine gewisse Größenordnung haben. Und da können wir natürlich nicht jetzt einfach die über den Haufen werfen, nur weil die Halle jetzt gerade frei ist. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass 20th Century Fox jetzt von Disney gekauft wurde. Das hat uns jetzt auch so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber nichtsdestotrotz gibt es langfristige Investitionspläne, aber die nächsten 3 Jahre wird in der Halle, Stand heute, erstmal nichts passieren. Ja. Noch Fragen? Okay, sieht gut aus. Hab auch zu viel geredet, ne? Na gut. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir gucken mal, ich guck mal zum Max und ich weiß gar nicht, wie sieht es da drüben aus? Seid ihr soweit klar? Dann würde ich sagen, schnappt euch alle noch ein Getränk oder was zu essen. Den Max schickt mal schon mal auf die Bühne und dann gucken wir mal, was